neue Farmer. Sieht doch doof. Nee. Das war's nicht. Dann war ich halt hier noch. Na, komm, tu das blöde Wheel weg. Nein. Ist bei dir auch gerade das Spiel stehen geblieben? Ja, Recover. Ah, ja gut. Aber wenigstens Recover und nicht, einfach weg. Ja. Jo. Ich muss noch schauen, also ich würde noch maximal eine halbe Stunde machen. Und dann muss ich schauen, ob für morgen alle Let's Plays hochgeladen sind und so. Weil Dienstag kommt, glaube ich, Epirus und noch einer. Oh ja. Alter, es ist schon 6:30. Ja. Wir zocken seit wann? 4:30? Wir zocken jetzt seit gut 2 Stunden. Komisch, dass noch nicht diese Meldung gekommen ist, von wegen, sie zocken jetzt schon so und so lange, gönnen sie sich doch mal einen Kaffee. Ja, wahrscheinlich wirklich, weil das die ganze Zeit unterbricht. Your city has grown uglier. Was denn? Gerade kam die Meldung so, ja, ihre Stadt ist viel schöner geworden. 2 Sekunden später, ihre Stadt ist viel hässlicher geworden. Aber halt, oh, das war falsch. Aber halt dann die andere, also auf der anderen Seite, Stadt, Insel. Das war so 2 Sekunden später so, ja, ihre Stadt ist viel hässlicher geworden. Tun sie mal was dagegen. Oh. Please, couldn't muck me out, could you? I know you're busy, but I've a favor to ask. So. Keen as a three-legged ghost. Dann, ich müsste jetzt eigentlich mein Theater bauen können. Oh, geil. Mein Ziel. Meine Leute haben mir gerade einfach so 20 Rindfleisch-Dinger geschenkt. Achso, weil du eine Quest abgeschlossen hast. Ja, oder? Ich habe einfach auf die geklickt. Aber ich frag mich, woher die dies haben. Woher haben die Rindfleisch? Schwarzmarkt. Ja, wahrscheinlich. So. Jetzt geht's ja wieder ein bisschen aufwärts, wenigstens. Oh, we're in a good spot. Ja, aber warum hat die Pollution, Mann? Mann! Das ist ein Bug jetzt, oder was? Oh. Wehe dem Tobi, der für eine Viertelstunde ein Haus neben einer Schweinefarm aufgebaut hat. Das ist so scheiße. Aber egal. Wie lange hast du jetzt gebraucht, um da drauf zu kommen? Changes, I hope. Ja, aber das ist doch doof. Ja. We have taken to calling you the master, among many other complimentary monikers. So, eine Änderung bitte. Und jetzt kannst du publishen. Ach Mann. Ich Idiot, du verkaufst nicht zufällig gerade Ziegel, oder? Also fertige. Celebrate your leadership. Warte. Ja, hier gerade nicht, aber auf meiner zweiten Insel. Die rechts neben dir. Ja. Warte, ich... Achso! Nee, das bist du ja gar nicht so. Warte da... Ich fahr einfach mal rauf. Nee, kannst zu meiner Base fahren, also zu meiner Main-Ding, und dann lade ich einfach mehr Ziegel jetzt ein. Okay. So, warte... Mein Schiff ist gegen die Insel gefahren. Und hat so einen 180-Grad-Turn gemacht. Ist das witzig? So. Alter, brauchen die Paprika-Dinger lange. Ja, das stimmt. Warte, du. Sorry, aber es ist nötig. Stimmt, wie viel Paprika habe ich jetzt eigentlich schon?
Nein. Oh nein. Aber es hat jetzt lange gehalten. Aber jetzt ja, ist, sehr. Vorhin hat es lange gehalten, bis gerade eben. Dann jetzt wieder. Genau, ja. Aber das ist ganz gut, dass der wirklich alle, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten speichert. Wahrscheinlich. 15 speichert er nicht öfter? Ich hab's eher das Gefühl, so alle 3. Ja, weil die Zeit zu schnell vergeht mit dem Spiel. Game save. So. Okay. Oh, Rucke, sag ich. The city has grown more beautiful. Oh. Ah, jetzt habe ich ja. Schon wieder! So, more beautiful und uglier. Oh, die machen eine Parade für mich. Oh, ist das schön. Ach, ist das toll. Oh, ich bin so gespannt, ob sie. Wie sie die. Ding machen. Die Synchronisation. In Deutsch. Ja. Weil da ist es ja so ein geiles British English. Und es wäre super, wenn dir wirklich so ein, ja, keine Ahnung, so einen nordischen Slang. Genau. Bist du gerade bei mir im Hafen? Kann gut sein, ja. Geh mal kurz raus, weil mein Schiff mit den ganzen Steinen ist gerade. Genau. Also ich stand nicht in deinem Hafen, ich stand nur davor. Achso, okay. Ja, weil jetzt kannst du wieder fahren. Aber finde ich cool, dass er, wenn da halt einer ist, dann. Okay, jetzt habe ich wieder. Warte, gleich. Hey, warte mal. Du sollst alle Steine weg. Achso, das hat er nicht gespeichert. Achso, okay. So, jetzt habe ich wieder Steine. Das hat er nämlich nicht gespeichert. Gut, danke schön. Gerne. So. Ein Feuer. Ja, warum nicht? Ist ja langweilig, wenn... Ja, wenn nichts passiert. Genau. Oh, voll süß. Aber wo das Konfetti herkommt, weiß ich auch nicht. So. Warte. Kann ich mehr Worker? LOL, alles klar! Was heftig! Oh, was denn? Bei mir bricht gerade echt alles in Flammen auf, ey. Uiuiui. Du kannst bei der Feuerwerk. Mehrere Einheiten mobilisieren, ich genau. Weiß, habe ich auch schon gemacht. So. Aber damit sie was haben, worüber sie sich freuen, während gerade alles niederbrennt, ich baue ein Theater! Yay! So, ja, das Ding ist, ich habe eine super Feuerwehr. Und deswegen kommen die da schon hin. So. Hat irgendjemand von euch eine Quest? Eine Quetsche. Hey, vor allem jetzt, meine Stadt ist gerade so aus dem Nichts raus, eigentlich vollkommen ohne Grund, hässlicher geworden. Deine Hauptstadt? Ja. Hä? Hey. Okay. Macht ihr unten eigentlich jetzt schon irgendwas oder nicht so? Ja, nicht so. Ja, aber dieses Dosenfutter dauert allgemein Ewigkeiten, bis da irgendwas passiert. Ja, das ist echt krass.
Also, bitte kein... Nein, ihr esst bitte kein Dosenfutter. Das brauche ich nämlich erst noch für die Quest. Okay, also irgendwie dieser komische Typ da, der unser russischer Freund, mag mich absolut gar nicht und ich habe keine Ahnung warum. Okay. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen sehr ungünstig. Was denn? Mein Haus, also es sind drei Häuser in Brand. Okay. Ja, okay, warte, aber nee, ich glaube, die Feuerwehr kriegt es hin, alle zu löschen, bevor sie... Also eins ist... die drei, die gerade noch standen, hatten schon Lebensanzeigen, so nach dem Motto, die verbrennen jetzt gleich. Ja. Alter, ey, aber die Musik ist ja so krass laut. Oh, und da ist eine Quest von meinen Bürgern. Die haben ein Geschenk für mich. Was haben sie mir geschenkt? Oh nein, schon wieder. Ein Spielabsturz! Yeah. Oh Mann. Wuhu! Hut. Alter, aber die Musik muss ich echt runterstellen, Alter. Mhm. Das ist ja so krass laut. Ja, ich hab also die auch auf 60% oder 70% runter. Ich finde, normalerweise geht's eigentlich, weil vor allem die Musik ist ja eigentlich ganz schön so. Ja. Aber wenn Action ist oder so, dann wird das so hart laut. Das stimmt. Dam, dam, da, 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 da. Fehlt nur noch so ein, keine Ahnung, E-Gitarren-Solo oder so. Ja, wirklich. Ah, okay, sie haben mir Hopfen geschenkt. Toll. Ja, schön, süß. Aber Hopfen ist echt gut. Weil, ja, aber für... Was? Prinzess Quinn gerade einmal minus 40, oder minus 20 und dann, oder 40, ich glaube es war 40, dann nochmal minus 26 und dann Spielabsturz. Ja, jetzt wieder, ne? Ja, ich glaube, jetzt haben wir wieder das Problem mit den Servern. Es ist jetzt 18 Uhr, das war letztes Mal auch dann die... Stimmt, ja. So Problemzeit. Ja, 18, 19 Uhr, das war dann wirklich, also wir haben, ja, haben wir ja erzählt, dass wir gestern und vorgestern nicht spielen konnten wegen Serverproblemen. 18:30 war, ja, beziehungsweise gestern konnten wir nicht spielen wegen deinen Prüfungen. Mhm, genau. Oder Samstag war das. Ja, genau. Aber Samstag in der Nacht habe ich eben noch gezockt und da war auch alles in Ordnung. Your city has grown more beautiful. So. So. Your city has grown uglier. Ja, die City muss ja auch nicht schön sein. What? Was denn? Mir haben gerade alle den Krieg erklärt. Außer du. Warum? Ich habe keine Ahnung, aber ich werde definitiv ein paar Kanonen hier hinstellen. Wow. Ja, aber wie grundlos, ne? Wield the torch of hope. Okay, meine Freunde. Wenn ihr hierher kommt, erkläre ich euch zu Tode. Weil, ganz ehrlich, die Aktion ist ja mal richtig arschig. Hä, haben die dir einfach so aus dem Nix heraus? Keine Ahnung, scheinbar. Das ist ja seltsam. Ich hab, also wie gesagt, bei mir war gerade noch Feuer. Mhm. Irgendwie so. Und dann auf einmal kam so die Meldung, bla bla bla. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch falsch gesehen, kann auch. Aber, Das siehst du ja bei... Die sind mit mir im Krieg. Wenn ich auf mein Profilbild draufgehe, oder auf Iris auch, ich bin mit ihr im Krieg. Hä? Ist ja seltsam. Lass mal Allianz machen und sie voll aufmischen. Nee, aber auf eine von seinen Inseln geier ich sowieso schon. Jetzt wird's spannend. Ja, und ich wollte das Kampfsystem ja eh ausprobieren.
stations. Hast du es bis jetzt noch nicht ausprobiert? Nicht die Inseleroberung. Ja. Alter, ist das geil. Ich habe gerade meiner Bevölkerung als Geschenk 9-mal Champagner bekommen. Und ja, und ich habe jetzt von der Jingping Bling habe ich jetzt eine Quest bekommen. Bitte 9-mal Champagner. Okay. Still spring in our cable. Praktisch. Okay, aber jetzt kann meine Bevölkerung kann jetzt von mir aus auch dieses komische Dosenfutter essen, weil die Prinzess Queen Bla kriegt von mir jetzt gar nichts mehr, ey. Tritt in die Fresse. Oha. Ja, schau mal zu mir, was ich hier aufgebaut habe gerade. Es ist noch nicht ganz fertig, weil ich habe gerade... Hast du wieder Ziegel, die du mir überlassen könntest? Ja, ein paar. Sehr gut. Weil... Ich komme mal wieder zu deiner Insel. Mhm. Weil... Ich kann sonst keine Dings bauen. Keine Verteidigung. Oh, Feuer. Palim, palim. Ah, es reicht gerade so noch nicht. Kann ich bitte noch ein paar mehr von diesen erhabenen... Oh nein. Ach, Mann. Ah. Ja, das ist wirklich da. Ja, das ist die Zeit. Ja. Hast du For Honor aktualisiert? Ja, aber nein. Hey, aber da passen die Server, ja? Ja, schon klar, aber wir machen sowieso nicht mehr lange. Nee, weil nee, danach die 8 Minuten halten wir jetzt noch durch. Ja, ja. Game safe. Danach gibt's sowieso erstmal Essen. Genau, und dann können wir nochmal schauen. Ah, aber es hat ziemlich... So. Ah, meine City ist schöner geworden, weil es da brennt. Ohne hässlicher, diesmal. Nee, ohne. Ah, doch. Das habe ich gerade nicht gehört. So. Warte, wo bekomme ich denn... wann bekomme ich Neues? Okay, warte, geh mal zu meiner zweiten Insel. Da habe ich gerade mehr als genug. Da habe ich gerade 100 Steine. Okay. Warte, da warte ich mal, bis du davor stehst. Und dann kannst du alles kaufen. Okay. Oh nein. Ach, komm schon. Jetzt ist es wirklich... Da haben sie sich mächtig verkalkuliert mit den Servern. Das ist... Ja, das ich glaube, sie haben zu viele Keys rausgegeben. Vor allem, wenn halt jeder, der wirklich ein Geschenk bekommen hat, nochmal 3 einladen konnte. Das ist halt... Ja. Aber hey, jetzt wissen sie, woran sie noch arbeiten müssen. Ist ja gut. Jetzt wissen sie auf jeden Fall, dass ein großer Multiplayer-Bedarf besteht, auf jeden Fall. Mhm. Oder hast du schon bei anderen YouTubern Multiplayer gesehen? Ich habe bis jetzt nur so Einzelspieler, so wie also GameStar, Kronk oder so. Oder. Ja, ja, aber also nicht bei Leuten, die ich sonst aktiv schaue. Mhm. Naja. Liegt das an mir oder fängt der Ladebalken gerade zum dritten Mal von vorne an? Nee, das ist normal. Oder also nicht normal, sondern es ist. Ist gerade richtig, liegt nicht an mir. So. Was wollte ich gerade eigentlich tun? Ah ja, richtig. Zu mir fahren. Ja, ja, das habe ich schon in Auftrag gegeben. Mein Problem ist gerade mehr. Genau. Ich hätte gerne. Ist das Spiel schon wieder abgekratzt? Nee. Warum kann ich dieses Schiff nicht in Auftrag geben? Ach, ich habe nicht genug Holz. Warum habe ich kein Holz? Schock mich. Ich könnte dir Holz geben. Oh, ist das lustig. Ja, das Ding ist, ich wundere mich gerade, warum...
Ich kein so wenig Holz habe, aber ich habe gerade viele Gebäude abgegradet, wahrscheinlich deswegen. Ja, wahrscheinlich deswegen. So, ja, das muss ich jetzt, sehe ich gerade, auch nochmal tun, weil sonst habe ich nicht genügend Worker, um meinen Schiffshafen zu betreiben. Mhm. Warum habe ich gesagt, sie sollen kein... Achso, nee, habe ich gar nicht. Okay. Gut, jetzt sollte das aber passen. Und... Also Schiffe kann man scheinbar nicht vorausplanen, sage ich mal. So. Okay, dann kaufe ich mal bei dir Stein. Mhm. Na, nee, nee, nee. Nicht 101, sondern 100. Genau. Dann noch mal so viel Holz wie geht. Gut. Dankeschön. Bitteschön. So, jetzt muss ich mal schauen. Meine Wurst ist alle gegangen. Tragische Angelegenheit. Ja, das ist nicht ganz so. Wurschti, Wurschti. Wo bist du? Ah, ich habe ja nur zwei Wurschtis. So habe ich nur zwei Wurschtis. Die sich ja klar, dass das dann alle geht, gell? Is the belt running faster than usual? So, du bist jetzt auch nochmal abgegradet. So Monster-Ding. So. Nee, aber im Ernst, mein Holz geht ultra runter. Ach so, nee, es wurde einfach nur nicht abgeholt die ganze Zeit jetzt, glaube ich. Weil bei mir gerade ein Holzkarren bringt gerade 8 Frigate First Class. Bringt gerade 8 Holzteile weg. Na. Ah. Ich check gerade nicht, woher ich... Hä? Ich hab gerade Rum, ich weiß nicht woher. Ich hab gerade Champagner 69, ich weiß nicht woher. Ich hab gerade Zigarren, keine Ahnung woher. Und ich hab gerade Schokolade, keine Ahnung. Hä? Wieso? Und jetzt okay. sind die natürlich überglücklich, weil sie plötzlich... Oh. Ah, nee, okay. Ah, okay. Ich hab gerade... Oh, Mann. Woher bekomme ich jetzt Schokolade und Rum und Champagner und sowas? Habe ich das eingekauft? Nee. Ah, wahrscheinlich Tauschgüter. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit was verkaufe. Dann geben die mir kein Geld, sondern einfach nur Tauschgüter. Warum nicht, ne? Kann gut sein, ja. Hm. Game say. So, warte, das muss ich so, sehr gut. Mein Schiff kommt wieder mit deinen ganzen Sachen. Ja, die kann ich jetzt gerade gut brauchen. Weil ich baue mir jetzt so ein richtig dickes Kriegsschiff. Ah, okay. Kanonen
Also für diese feststehenden Kanonen können ja über andere Kanonen drüber schießen, wenn sie vor ihnen sind, oder? Ich denke schon. Ja. Müsste eigentlich schon gehen. Okay. Ich glaube, bei mir, wenn hier irgendwer auf diese Idee kommt, meinen Haupthafen anzufahren, mit dem ich Krieg hab. Nee. Ich stirb. Was sind denn die kleinen vier Dinger? Also die großen Kanonen und dann die kleinen. Was contain Case Fire? Ja, nein, mit dir will ich eigentlich am wenigsten Case Fire. Ist wahrscheinlich so ein Maschinengewehr oder so. Ja, genau, glaube ich auch. Das ist halt, wahrscheinlich ist es gegen so, ja, die, obwohl ich weiß gar nicht, das ja so diese, ich weiß nicht genau, also es ein entweder es ist ein ja, doch, sieht nach Maschinengewehr aus. Die andere ist so eine fette Kanone. Mhm. Das kleine ist Maschinengewehr oder so. Okay. Ist halt wahrscheinlich gerade gegen kleine Schiffe und so ganz gut. Ja. Ah, okay. Das ist ja quasi ein Mountain Gun, ist Mounted Gun, ist ja klar. Aber kurze Reichweite und hohe Treffsicherheit. Und die großen Kanonen sind halt normale Reichweite und normale Treffsicherheit. Und da gibt's wahrscheinlich später dann noch richtig hohe Reichweite und so hat. Richtig. Okay, also kleine Reichweite ist hier aber ganz schön groß. Ja, ich bin mal gespannt, wie es dann, die heftige Reichweite ist. Dinger, die... Wie weit ballern... Alter! Komm mal, geh mal mit der Kamera auf meine Insel und zoom so weit raus, wie geht. Okay. Also geh... Ach so, ja, ich seh's. Genau, und also die treffen ja bis auf die Insel. Davor. Meine Insel? Von wem? Von ihr? Was denn? Ach so! Weil sie Princess Dingens gerade ist, oder? Hä? Stations. Was denn? Nee, das ist dein Schiff. Bei mir wird gerade angezeigt, die Insel eines Verbündeten ist unter Feuer, aber... Ach! Der Wichser greift da hinten an! Hä, wo denn? Hinten. Ach so, da. Game save. Okay, warte. Ich hoffe, ich kann jetzt eine Kanone hinbauen. Ja, aber die braucht ja Zeit zum, Ja, braucht sie, aber ist besser, dass sie kurz braucht, als dass ich gar keine Kanone hinbaue. Ja, krass. Vor allem, weil er die Insel, glaube ich, gerade nicht angreift. Das wird jetzt noch spannend, ne? Okay, jetzt greifen sie hier. Und ich habe jetzt gerade alle meine Schiffe rübergeschickt. Oh nein. Rübergeschickt. Und jetzt ausgehen, jetzt schmiert das Spiel ab. Ja, das Ding ist, ihr müsst ja alle meine Häfen kaputt machen, um meine Insel wirklich einnehmen zu können. Genau, ja. Und vorne ist jetzt ja gerade gedeckt. Genau, und vorne ist halt echt gedeckt. Und hinter fahre ich jetzt mit meinen Schiffen und wahrscheinlich reicht allein die Fregatte schon aus, um seine drei Kanonenboote da platt zu machen. Also er könnte dich halt noch ausmanövrieren, aber das schaffen die wahrscheinlich nicht. Also die Computerspieler. Und wenn er dann mit einer Riesenarmee, also oder Flottille angreift, bin ich ja noch da. Also ja, und genau. Deine Geschütze. Und meine Geschütze. Ja.
Ah, okay, aber das Geschütz braucht länger zum Trainieren, wenn es beschossen wird. Macht Sinn. Na, macht Sinn, das stimmt. So. So. Aber jetzt kommt gleich meine Fregatte. Zu seinen drei Kanonenbooten. So. Okay, ich schau zu. Ah, da, jetzt das Geschütz ist aber fertig geworden mit, krass. Look at you, that's not dry land. Alter, du rammst die ja eigentlich. Dann kannst du eigentlich da stehen bleiben, also so schräg, weil die können ja nur vorne. Ja, möchte ich aber nicht. Ich möchte eigentlich zwischen die fahren. Weil, so, wenn dann, ich zwischen die reinfahre, können beide Kanten rein. Ja, ja, okay, genau. So. Da bleibe ich jetzt. So, jetzt kommt mein Kanonenboot gleich noch. Und noch eine Fregatte. Nee, nicht noch eine Fregatte, aber noch, mein Flaggschiff. Achso. Nice. Ja. Oh nein. Und dann schmiert das Spiel ab. Genau. Das ist zu viel Action gerade für das Spiel. Oh Mann. Ich sehe schon, das nächste Mal meine Presse so. Krieg ist ausgebrochen. Stimmt ja auch. So. Ja, so negative. Oder vielleicht. Lauter negative Dinge. Oder es berichtet dann eben. Stadt erfolgreich verteidigt. Mhm. Oder irgendwie sowas. Mhm. So. Je nachdem, wie gut er drauf ist. Ja. So. Your city has grown more beautiful. Ja, das ist hier schon. Wo genau fährst du jetzt hin? Achso, das fährt wieder zurück auf die Patrouillenroute. Alter, sein Schiff hat ja gar keine Chance, Mann. Ja, natürlich. So, wollen die noch was? Life here okay. Is a wonder. Ja, das bekomme ich dann auch gleich. Schade, dass er nicht ein bisschen länger gewartet hat. Wieso? Achso, auf dein heftiges. Ja. Warte, Ship Under Attack, welches? Ah, hier mein. Dann greift das hier an. Und ihr zwei kommt mal bitte da zu Hilfe. Der Penner will mich, glaube ich, jetzt gerade echt fett angreifen. Aber ja, ich meine, das kann er volle Kanne vergessen, das. Ach, das ist die. Ach so. Das ist ja die kleine Asiatin. Naja, der hat nicht ganz unwenige Schiffe. Oh, shit. Ja. Kann mir mal bitte jemand erklären, wie dieses Schiff da reinfahren konnte? A dragon among the chill already thaws. So. die hat's mit ihren Dosenfutter. Aber sie hat halt nur diese ganzen kleinen Schiffe. Ja, genau. So, Flaggschiff, du bleibst bitte da. Obwohl, ihr könnt eigentlich beide da bleiben. Weil wenn sie wirklich so dumm ist, dass sie vorne angreift, dann kann ich echt nichts mehr dazu sagen, außer wie dumm bist du eigentlich. Weil, ja. Meine komplette
Küste ist abgedeckt. Allerdings muss man sagen, die Einheiten in diesem Spiel haben allgemein immer ultra viel Range. Mhm. Ja, ich habe schon gehört, dass die Eroberung von so einem Hafen schon eigentlich richtig schön schwer ist. Ready for assignment. So. So. Wie lange braucht dieses Schiff noch? 2 Minuten. Ja gut, diese ganzen richtig dicken Schiffe, die brauchen halt auch immer. Ich frage mich jetzt gerade aber, ab wann ist mein... Ach so, wenn ich jetzt weitere 11 Sekunden nicht angegriffen werde, dann gilt meine Insel als nicht mehr under attack. Ah, dann ja, okay. Darf ich auch wieder reparieren, was bedeutet... Also du kannst neue Sachen aufbauen. Okay, ja. Ding ist, aber du kannst nicht wieder reparieren. Mhm. So. Genau, ganz viele neue Sachen bauen quasi, und aber reparieren geht nicht, ja. So. Dann habe ich jetzt gerade aber ganz eindeutig gelernt, dass ich den hinteren Hafen auch sichern muss. Mhm. Das wird natürlich für Prinzesslein nicht so gut sein, dass sie mir diese Lektion erteilt hat. Ja. Aber sie hat mir diese Lektion erteilt, selber schuld. Ja, sie hätte mit allen gleichzeitig angreifen müssen. Aber es ist ja lieb von ihr, dass sie es nicht getan hat. Ja, schon. Wir haben uns ja auch so gut verstanden. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt auf einmal hatte. Ja, das ist schon sehr seltsam. Also, absolut random eigentlich. Hm. Was proof the residence with. Ja, ja. Cool, ich habe gerade 20 Bier gekriegt. Von wem? Von ein paar Arbeitern bei mir in der Stadt. Oh. Ja! Ship constructed! Schönes Teil. Ja, die Merlin. Ship of the Line. Ich frag mich, was das auf Deutsch ist dann. Weil ich mein, Schiff der Linie ist irgendwie ein bisschen strange, der Name. So. Stations. Ja, keine Ahnung. So. Ich brauche mehr Kanonen. Warum dauert die Kanonengießerei? Warum braucht die so lang? Wo ist meine Kanonengießerei überhaupt? Ah, da. Weil es einfach Ewigkeiten lang dauert, eine Kanone zu bauen. Okay. Ja, doch. Auf jeden Fall. Aber ich baue hier hinten eine Steinstraße, glaube ich, jetzt. Mhm. Weil dann sind die ganzen Lieferprozesse und so zumindest schneller. The festival has ended. Stations. Und das hilft ja auch schon. Your city has grown uglier. Hä? Das ist jetzt halt meine Stadt hässlicher geworden. Entscheide dich mal hier. Weil du random bist. Ja, irgendwie. Das mit Pollution checke ich immer noch nicht. Aber egal. One final look? Ja, ein final look. I cannot thank you enough for saving our publishing house. Ich frage mich halt wirklich, ob das, was ich hier jetzt gerade gebaut habe, ob das reicht als Verteidigung so, weißt du? Hm. Also ich meine, wenn sie mit mehr Schiffen ankommen würde, dann würde es nicht reichen.
Hat sie bis jetzt aber glücklicherweise nicht getan. Censorship is not always the cranny of the corrupt. Rallingen! Ich hab die ganze Zeit über eine Insel und benutze sie überhaupt nicht. Ja. Vor allem da ist Paprika drauf, da ist alles voll cool. Aber du hast selbst ja Paprika, also. Genau, Paprika habe ich auf der anderen Insel. Trauben sind hier noch, die könnten interessant werden. Mhm. Aber, Oh, ich glaube aber, ich baue ein Hospital. Kannst du jetzt schon ein Hospital? Cool. Ja, ja. Also ich kann es noch nicht fertig bauen, aber ich kann es in Auftrag geben oder schon mal den Blueprint setzen, wie auch immer man es nennt. Ja. Das ist halt ein Gebäude, das so ultra fett ist. Das ist echt nicht mehr schön. Ja, ja. Wie ist das eigentlich bei dir? Sind die unglücklich wegen Pollution? Was? Also wegen der Umweltverschmutzung. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich deswegen irgendwie groß Probleme hätte oder so. Hm. Komisch. Naja. Dann war das wahrscheinlich noch wirklich ein bisschen verbuggt, dass die jetzt... Was brauche ich das? Ja. Ja, dass die nicht checken, dass die halt so weit entfernt von der Pollution sind, weil die sind ja... Achso, nee, Pollution, Happiness plus Null, also... Ja, passt. Die sind ja extrem weit weg. Oh, okay. Ja, bei mir sind sogar die Häuschen, die relativ nah dran sind, eigentlich noch glücklich. Also weit genug weg. Ja. Oh Mann. Ja, das müssen die auch dann noch ändern. Böse. Gut, warte. Das heißt, 10 Stahl bekommt er. Und ein bisschen Holz. Du hast nicht zufällig Kanonen, die du gerade verkaufen könntest, oder? Warte. Ich glaube nicht. Naja, ich habe gerade 50. Das würde mir voll oder was heißt reichen wird nicht, aber wie viel brauchst du? Würde ich auf jeden Fall nehmen. Alle. So viel du mir geben kannst. Naja, da ich gerade keine Feinde habe, kannst du mal die Hälfte bekommen. Wo muss ich hinkommen? Zu meiner Hauptinsel. You can rely on us. On my way. Frigate first class. Coordinates plotted. Hospital brauche ich 40. Das, was halt echt geil ist gerade, das Hospital ist jetzt so gebaut, dass es überall in meine ganze erste Stadt kommt und in dieses kleine Siedlungsdingens, was ich jetzt da daneben gebaut habe, kommt es auch noch. Ja. Ist halt also hat eine unglaubliche Reichweite. Ja, es ist halt ein mega fettes Gebäude. Mhm. Aber lohnt sich. Oh, warte, ich kann jetzt eine Kohlemine bauen? Wieso kann ich das plötzlich? Kann mir das mal jemand sagen? Da, bist du da? Kann gut sein. Warte, ich schau schnell. Ja. Okay, dann gebe ich es mal kurz zum
Verkauf frei. Okay. Achttausend. Krieg ist teuer. Ja. Oh, warte mal, hast du Glas? Auch? Spiegel oder Fenster oder? Nein, nein, wirklich Fenster schon. Wie viel brauchst du? Was du mir geben kannst? Ich hab davon 40 gerade. Warte mal. Okay, ich geb dir mal die Hälfte. Also du musst mir nichts geben, ne? Aber wenn du mir was geben kannst davon, dann... gerade brauche ich nichts. So. Also, mal eben für fast 20.000 bei dir eingekauft. Läuft. Relationship, Sir. Major Defeat at Sea... Was? Alles klar. Huge sea battle ends as enemy cuts through our fleet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe... War es genau andersrum. War es genau andersrum. So, aber das ist leider... This changes absolutely... This is marvelous. So. Tue ich mal meinen kompletten Einfluss in diese Zeitung verballern. Ja, halt alles. Geht's die eigentlich da oben? Ja, auch immer noch nicht ganz so gut. Warte mal. Dim. 25. Warte, dann mache ich das zu Hause. So, wie viel Kanonen habe ich jetzt noch? Wo kommt dieses Feuer jetzt her? Vor allem so viel, Alter. So, ein Fenster noch. Und dann kann ich mein Krankenhaus bauen. New Unionism is our future. Us filings swept into an iron tide. The rattle of the workers. Freedom and equality for all. Ja, ich sehe gut hier. Ja, jetzt habe ich plötzlich wieder voll viele Farmer. Das ist so verrückt. Jo, alles klar. Musik, dankeschön. Oh Gott. Sei leiser. Oh, meine Fresse, Alter. Ja, 44 ist okay. Ey, weißt du? Bei mir gerade... Mhm. Feuer bricht aus. Da war noch alles gut. Und dann kommt so die Meldung... The fire's out of control! Und die Musik donnert durch meinen Kopf, Alter. Es ist ja... Oh. Töte mich nicht. So. Wie sieht das denn gerade aus mit im Lager mit fertigen Stahlwaren? Nicht so toll. Jetzt habe ich auch meinen ersten fetten Kondor, heißt der. Also ein fettes Schiff. Okay.
So, ich mache jetzt noch eine Kohlemine. Weil ich glaube, dass die ein bisschen schneller arbeitet. Kannst du schon Kohlemine machen? Ja, ich habe keine Ahnung, wieso, aber es geht. Hä? Woher denn? Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann gerade Kohleminen bauen. Und wahrscheinlich ja einfach ein neues. Ja. Genau. Okay. Und dann, nachdem ich ultra viel Eisen habe, baue ich noch eine. Also Roheisen. Baue ich noch eine. Eisengießerei. Und wenn mir dann langweilig ist, dann überlege ich, ob ich noch eine Kanonengießerei baue. So, das ist doch mal schön hier. Das ist doch mal schön. Aber es ist so heftig, dass das größte Schiff einfach geschlagene. Wo steht es? Ja, genau, eine Viertelstunde oder so dauert es. Also, real time. Das ist so krass. Der will? Ja, okay, mal. Ich habe jetzt gerade wirklich mit allen außer mit dir Krieg und ich denke mir so, wieso? Oh nein, ich habe gerade eine Quest von der Piraten-Lady bekommen. Voll cool. Hast du einen Casefire mit ihr ausgehandelt, also einen Waffenstillstand? Ja. Und voll cool, also das hat 45.000 gekostet und gleich darauf hat sie mir 20.000 geschenkt einfach. Ja. Cool. Oh, ja, ich wollte jetzt gerade eigentlich gucken, ob ich mit denen wieder irgendwie einen Frieden aushandeln kann oder so. Also irgendwie so richtig nötig, finde ich, ist das nicht. Ja, muss ja nicht. Ah, während der Ladescreen noch verweilt, gehe ich mal kurz auf Klo. Oh, verdammt. Aber ich gehe trotzdem auf Klo. Okay. Ja, scheint nicht so schlimm zu sein. Der Ladebildschirm ist mit ihm. Und kommt wahrscheinlich gleich wieder. Ja. Ach ja. Immer diese ganzen Leute, die einen dann plötzlich den Krieg erklären, so grundlos vor allem. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach gehen und mir was zu trinken holen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig, weil dann sind alle Leute, die dieses LP spielen, einfach weg und es passiert nichts mehr. Game save. So, gucken wir mal. Dieses Mal scheint es ja zumindest zu halten. Your city has grown uglier. Ja, sieht ganz gut aus. Ah, gut. Ich bin die ganze Zeit von der linken auf die rechte Arschwacke. Ja, der Ladebildschirm war mit dir. Er kam nämlich wieder eigentlich direkt nachdem du aufgestanden. Oh nein. Ja, und er kommt auch gleich wieder. Yay. So gern hat er dich. Ich fühle mich hier leicht geehrt und verarscht. Wohl eher zweiteres. Ja. Oh je. Wir spielen sowieso, also rein theoretisch spielen wir schon wieder eine halbe Stunde länger, als wir eigentlich wollen. Stimmt.
Okay. Aber nur rein theoretisch. Okay, dann... Ja, dann... heute ist halt letzter Tag, ne? Also, morgen geht ja nicht mehr. Ja, ey, bekommen langsam echt Hunger. Aber wir können ja... Okay, zocken wir einfach noch ein bisschen, also... Genau, zocken wir einfach noch ein bisschen und irgendwann, wenn der Hunger so krass wird... Genau. ...dass er wirklich einfach unerträglich ist... ...dann, ja. Hören wir auf. Genau. So. I saw in heaven's bright chariot. Was hast du gesehen? So, warte mal. Wo kommst du jetzt hin? Super. Ja, ich wollte eigentlich gerade einen Kanonentower bauen. Mhm. Ich habe gerade überlegt, welche Arbeiter ich zerstöre, um da das Hospital hinzutun. Oha, wir nehmen schon seit 3 Stunden auf. Hast du in Zwischenzeit noch eine Expedition starten können? Ach so, machen können, ja, aber ich habe keine mehr gestartet. Ach so, bei mir ist, ja, ich konnte in den 3 Stunden keine machen. Ja, weil du eine aktiv hast, theoretisch. Ja, theoretisch, aber die ist halt verbuggt. Jo. Also die Piratin findet es ganz toll, dass ich hier so viel Artillerie aufbaue. Mhm. Ja, fand es sie bei mir auch. So, ich mache jetzt einen Piratenpakt und scheiße auf die anderen. Okay, sie ist militärisch gesehen ist Prinzess Qing bisschen besser als ich. Okay. Und die wollen beide auch schlicht und ergreifend einfach keinen Frieden mit mir. Oh Mann. Ja. Und das Spiel kratzt ab. Ich würde es sagen, noch zweimal abkratzen und wir machen dann... Und dann gehen wir was essen. Genau. Okay. Das wäre ein gutes Zeichen dann. Oh nein, ihr spielt schon viel zu lange. Ach, wenn wir nach dem Zeichen gegangen wären, hätten wir vor 2 Stunden, ja, obwohl nie vor 1 Stunde aufhören müssen. Ja, perhaps. Ich muss halt dann noch hochladen und dann noch schneiden und ach. Das Leben eines YouTubers. Tragisch. Schon. Tragisch. Das ist so tragisch. Ach ja. Ist das lustig. So. Ja, ist ja gut. Dann wird sie halt hässlich. Ja, meine Güte. Heul halt rum. So, warte. Schöner ist was anderes, aber alles gut. That blooming turnip was the size of her head. Ach stimmt, mein kleines Kanonenboot wurde ja vorhin noch auseinandergenommen. Echt? Ja. Da jetzt muss ich die beiden zerstören, hä?
Aber das ist halt blöd, weil die jetzt sind dampfbetrieben. Und meine sind gegen Wind. Weißt du, wer von denen hat Dampfschiffe? Die Quest. Ach so. Na dann. Oh Gott, jetzt jetzt. Das war Nummer 1. Jetzt gerade wenn die anfangen wollen zu schießen, ne? Ich würde dann sagen, wir machen dann halt, also wenn es nochmal passiert, eine Pause. Und ich schaue, ob morgen alles hochgeladen ist, und wenn nicht, dann können wir halt nicht weiterspielen, weil das braucht immer ein paar Stunden, um hochzuladen. Oder also ein paar Stunden, zwei. Oder jo. Je nachdem. Oh, und dann heißt es erstmal Abschied nehmen von Arno. Aber ganz ehrlich, bei mir ist es gerade ganz. Ja, bei mir auch. Also entweder ist jetzt der, aber ist 6:30 wäre irgendwie eine komische Zeit. Aber dann nehmen wir doch das als Pause, oder? Weil ganz crashen ist, glaube ich, relativ eindeutig. Ja, genau. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen, dieser kleine in Anführungsstrichen Einblick in die Closed Beta von Anno 1800. Und ja, vielleicht sehen wir uns nochmal. Wenn nicht, dann ja, vielen Dank. Und ich mache noch ein Review, also wie ich es fand. Und ja, das kommt dann die nächsten Tage hoch. Willst du noch was sagen? Bis denn, Antenne. Geil. Okay. Auf jeden Fall, ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, das wird auch auf jeden Fall zusammengezockt. Wenn wir das beide uns holen, weil ich muss gucken wegen Geld. Mhm. Ja, du gut, verdienst das, ich nicht. Ja, da ist natürlich was dran. Ja. Also ich schätze auch, dass ich es mir holen könnte. Die Frage ist halt nur, das hat ja einen Vollpreis von 60-70 Euro oder so. Genau, ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ob es mir 60 Euro wert ist, weiß ich nicht. Okay. Ja, wenn, kannst du ja noch ein bisschen warten. Ja, genau. Okay, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüssi.